Wir haben heute den 26. September 2011. Ist wunderbares Wetter, also 20 Grad hier im Hochsauerland. Das ist für September schon prächtig. Ich befinde mich im Bereich der Ruhrquelle. Und diese Ruhrquelle, die will ich jetzt auch mal besuchen und aufnehmen. Hier unmittelbar vor der Ruhrquelle befindet sich ein Parkplatz. Wenn man also nicht dahin wandern will, hat man durchaus die Möglichkeit, ziemlich dicht mit einem Fahrzeug an die Ruhrquelle ranzufahren. So, dieses Rinnsal, das ist tatsächlich schon die Ruhr, sagen wir so 200 Meter nach ihrer Quelle. Ja, das war kein Wolf, sondern Spaziergänger mit seinem schwarzen Schäferhund. Nochmals ein kleiner Hinweis. Die Ruhrquelle muss also ja ganz in der Nähe sein. Also, sie befindet sich im Prinzip zwischen, sag mal, Küstelberg. Küstelberg gehört zum Edelbach und Elkringhausen. Elkringhausen gehört zu Winterberg und auf diesem Gebiet, also Winterberger Gebiet, befindet sich auch die Ruhrquelle. Früher hat man uns mal in der Schule erzählt, die Ruhrquelle oder die Ruhr würde auf dem kahlen Asten entspringen. Was sich aber als absoluter Quatsch herausgestellt hat. Die Lenne entspringt auf dem kahlen Asten und die werde ich bei Gelegenheit, diese Lennequelle, auch nochmal besuchen. So, da geht es jetzt weiter hier rechts rum und dann denke ich mal, dass ich auch da bin. Die Ruhrquelle liegt etwas versteckt hier im Waldgebiet. Die paar Meter werde ich mal eben da durchgehen. Thank you.
Das ist dann ein erster Hinweis auf die Ruhrquelle. Bei dem Wetter sind auch Besucher hier, kein Wunder. Die meisten kommen allerdings mit dem Fahrrad. So, die Ruhr entspringt hier und mündet dann in Duisburg-Ruhrort in den Rhein. Hier sind dann noch so einige Bänke zum Ausruhen für die, die wirklich hingewandert sind, von wo auch immer. Ja, und was hier so plätschert, das ist die Ruhr an ihrer Quelle. Jedenfalls ist das hier der offizielle Bereich. Dann gehen wir hier mal ein bisschen aufgucken. Dann sieht man, dass die hier auch noch ein bisschen weiter geht. Und genau da will ich mal hin. Ich bin jetzt mal diesem Verlauf nach oben gefolgt. Und da sieht man eigentlich erst die tatsächliche Ruhrquelle. Die ist also nicht da, wo ich mich eben befunden habe. War alles schön.
gemauert ist, sondern hier in dem Matschgebiet. Und zwar genau hier. Da sieht man nämlich auch nach oben, ist kein Wasser mehr, da fließt nichts mehr. Von hier bis Duisburg-Ruhrort sind so rund, ich schätze mal 180 Kilometer etwa. Dabei fließt die Ruhr dann durch interessante Städte. Großstädte nenne ich mal so. Mühl am Ruhr. Man hört es am Namen. Essen. Dortmund. Ja, und klar, Duisburg. Abschließend nochmal die Ruhrbrücke in Winterberg. Also zugegeben, viel Ähnlichkeit mit der Schlossbrücke in Mühl am Ruhr hat die nicht. Aber es ist schon erstaunlich, wenn man so die Entwicklung kennt, hier oben die Ruhr eben nur ein Rinnsal ist, mit so einem kleinen Steg zur Überbrückung und dann in Mülheim doch schon Mintarder Brücke, Schlossbrücke, sind schon riesige Brücken, die dann über die Ruhr führen.